An Zuversicht mangelte es dem norwegischen Paar Geir Bakke und Trine Dehli nicht. Eine Stunde vor dem entscheidenden Durchgang waren beide siegessicher. Trainiert werden Bakke Dehli von Esten Solberg. Der Coach fungierte in Bremerhaven auch als Wertungsrichter. Der mehrfache Amateur- und Profi-Weltmeister. Wir sind nach Bremerhaven gekommen, um zu gewinnen. Wir fahren immer zu Meisterschaften, um zu siegen. Und das wollen wir auch heute. Wo glauben Sie, Vorteile gegenüber Bär Langenau zu haben? Welche Tänze können Sie gewinnen? Alle fünf. Nein, aber im Ernst. Wir sind im Moment wirklich sehr zuversichtlich. Denn wir haben sehr hart für die WM gearbeitet. Welcher Tanz wird die Entscheidung bringen? Wir hoffen, dass nach den ersten drei, vier Tänzen schon alles entschieden ist. Aber es wird eng werden. Wahrscheinlich wird erst nach dem letzten Tanz alles klar sein. Genauso optimistisch waren die norwegischen Zuschauer. 30 Fans hatten die Reise mitgemacht, um ihre Favoriten lautstark zu unterstützen. Handicap für das norwegische Paar. Trine Dehli hat bei langen Turnieren schon mal Konditionsschwierigkeiten. Das kann für Bär Langenau vorteilhaft sein, denn im Finale fehlt nur die Leistung der letzten Tänze. Zwischenrunde und Halbfinale werden von den Wertungsrichtern nicht mit berücksichtigt. Favorisiert sind Bakke Dehli in den Tänzen Rumba und Paso Doble. Die nächsten Pläne der Norweger, beide wollen ins Profilager wechseln. Tipp für die WM, Platz 2 mit Sicherheit, wenn alles gut läuft, Platz 1. Dort lernte die Bankangestellte die präzise Technik und die Synchronität mit dem Partner. Letzte Woche gewannen Bär Langenau die deutschen Meisterschaften vor Gahlke Schreiber, hier im Bild. Seit 4 Monaten bereiten sich Hafner intensiv vor, Trainingspensum 3 bis 4 Stunden täglich. Horst und Andrea sind verlobt, die beiden suchen nach einem geeigneten Termin für die Hochzeit, irgendwann mal zwischen 2 Turnieren. Auch ihr Ziel ist der Sprung ins Profilager. Horst Bär möchte außerdem noch die Tanzschule seiner Eltern übernehmen. In Bremerhaven haben die Meister Heimvorteil. Die Fans kamen aus ganz Deutschland an die Weser. Im Gegensatz zu ihren Konkurrenten aus Norwegen waren Horst Bär und Andrea Langenau allerdings nicht ganz so optimistisch. Welcher Tanz wird die Entscheidung bringen? Was schätzen Sie? Ja, ich hoffe, die Entscheidung wird ziemlich früh fallen, aber wenn, dann wird der Jive auf alle Fälle die Entscheidung bringen, weil uns liegt der Jive eigentlich sehr gut und da haben wir also viel Hoffnung, mit dem letzten Tanz nochmal voll, also vielleicht zu gewinnen. Aber auch Ihren schwersten Konkurrenten, Bakke Dehli, sagt man ja so ein bisschen nach, dass auch bei denen der Jive ganz gut läuft. Ja, der Jive läuft bei denen natürlich auch gut, sie sind auch gut, aber bei denen ist mehr, wie man so sagt, der Paso Doble ein bisschen mehr im Vordergrund und bei uns der Jive. Und wir müssen sehen, wie die anderen Tänze laufen. Riskante Frage, auf die hoffentlich eine ehrliche Antwort kommt, Herr Bär. Wie sieht's aus, wer gewinnt? Ja, das kann man also jetzt beim besten Willen noch nicht sagen. Es kommt jetzt darauf an, wie die Kraft in der Endrunde nachher ist, ob wir die bessere Kondition haben oder die Norweger. Und dann kommt es natürlich darauf an, was für einen Stil die Wertungsrichter sehen wollen. Wir sind natürlich so ein bisschen unterschiedlich in unseren Auffassungen, auch von unseren Trainern her. Und jetzt kommt es darauf an, was die Wertungsrichter auf 1 oder auf 2 oder auf 3 werden. Und da kann man eigentlich gar nicht spekulieren. Ja. 6 Paare qualifizierten sich für das Finale. Bundestrainer Wolfgang Opitz fasst nochmal die Stärken der favorisierten Paare zusammen. Es ist schon ein gewisser Unterschied da bei dem Paar Bakke Dehli. Ist die Paarausgeglichenheit nicht so groß von meiner Seite aus gesehen. Der Herr überwiegt zu sehr im Verhältnis, er ist aber ein sehr, sehr, sehr starker Herr. Und bei dem Paar Bär Langenau ist die Ausgewogenheit in allen Tänzen natürlich ihre größte Stärke, dass keiner den anderen übertanzt oder im Grund- und Bodentanz, wie man das so schön sagt, sondern dass sie absolut aufeinander abgestimmt sind, als Paar gesehen.
Die Stärken von Backe sind zusätzlich natürlich sein Paso Doble, der ja sehr bekannt ist. Aber gerade diesen Paso Doble haben wir Lankenau im letzten halben Jahr immens trainiert. Und sie haben genauso viel, in der Zwischenzeit genauso viel Furore mit ihrem Paso Doble gemacht. Müssen wir heute Abend sehen, wie es im Finale aussieht. Favorisiert sind die deutschen Meister im Samba und im Cha-Cha-Cha. Prognose, Weltmeister 1985, wenn im entscheidenden Jive alles optimal läuft. Entscheidende Punkte kann der Heimvorteil bringen, denn das Publikum in Bremerhaven gilt als eines der Weltbesten. Ihre Begeisterungsfähigkeit ist einmalig. Thomas Clemens sieht hier im Vordergrund. Er will bestimmt sofort ein Interview mit den neuen Weltmeistern machen. Wollen wir mal schauen, ob ihm das in diesem Trubel gelingt. So, komm her. Unterhalt. Super. Okay? Herzlichen Glückwunsch an die Sieger, Horst Beer, Andrea Lankenau. So souverän gewonnen, haben Sie damit überhaupt gerechnet? Ja, damit haben wir eigentlich nicht gerechnet. Wir haben uns zwar optimal vorbereitet, aber wir haben gedacht, dass das wesentlich knapper ausgehen würde. Kann es sein, dass da vielleicht noch ein bisschen auch damit reinspielt, dass Sie aus Bremerhaven sind und hier in Bremerhaven getanzt haben? Ja, wir haben natürlich das Publikum sehr viel Unterstützung gehabt, aber letzten Endes, die Wertungsrichter sind so erfahren, die lassen sich eigentlich nicht so durch den Applaus beeinflussen. Die letzten zwei Meisterschaften haben wir in Norwegen getanzt. Das ist vielleicht eine ganz gerecht, dass das jetzt in Bremerhaven ist. Und in Norwegen haben wir zweimal nur mit einem Punkt verloren. Das war also hauchdünn. Und jetzt haben wir eben hier den Heimvorteil auch gehabt. Genau wie der Guy Backe in Norwegen. Es war zu lesen, Ihnen fehlt noch die Weltmeisterschaft, dann wird geheiratet. Ist das richtig? Ja, wir werden in Zukunft mal darüber nachdenken. Also ein Termin steht noch nicht fest. Ja, verlobt sind wir schon, aber ein Termin steht noch nicht fest. Okay, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke. Weiterhin und nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, und im Hintergrund, liebe Zuschauer, da hören Sie schon eine Musik, mit der die Formation...